denn irgendwie wie eine Blume oder so. Aber das ist auch nicht unpassend. Du hast einen Mann kennengelernt, den ich auch mal kennengelernt habe, nur ganz kurz, aber du kennst ihn viel besser als ich und du hast dich viel mehr mit seinem ganzen Lebenswerk beschäftigt. Die Rede ist von Masaru Emoto. Ja, also besser gesagt, ich fange jetzt gerade wirklich an mit seinem Lebenswerk, jetzt wirklich damit zu beschäftigen. Also für mich, das hat gerade jetzt irgendwie richtig angefangen. Wie war es, Masaru Emoto kennenzulernen? Es war sehr angenehm. Er war natürlich ein sehr berühmter Mensch, aber war nie richtig so dominante Person, sondern er war ganz natürlich authentisch. Er war in erster Linie auch ein guter Mann und Familienvater. Für mich, Dr. Masaru Emoto war mehr ein Frequenzforscher als der Wasserexperte. Er ist nur bekannt geworden mit der Wasserkristallfotografie. Seine Entdeckung, seine Phänomene, seine Bücher, Botschaft des Wassers ging um die Welt und war auch Bestseller geworden und 40 Sprachen übersetzt und so. Aber warum er so viel mit diesen Sachen beschäftigt hat, hat mit den Frequenzen, also Schwingungen zu tun. Das ist das Standardwerk, ne? Von Masaru Emoto? Ja, das ist auch, also, oh je. Was ist jetzt das Spektakuläre an seiner Forschung? Wasser hat Gedächtnis und hat ein Speichervermögen und kann Informationen aufnehmen und auch weitertragen. Und Wasser reagiert auf unterschiedlichen Wörter, auf unterschiedliche Musik, somit auch unterschiedlichen Schwingungen und auch unterschiedlichen Emotionen und auch Gebet. Also alle diese Dinge, der Wasser kann darauf reagieren und feinstofflichen Ebene so verändern, dass das auch einen Effekt gibt. Zeig mal. Wasser ist mit Abstand einer der wichtigsten Stoffe, wenn nicht der wichtigste Stoff für alle Lebewesen. Der erwachsene menschliche Körper besteht zu etwa 65% aus Wasser. Wasser ist ein unverzichtbares Transportmittel für Vitamine, Mineralien und weitere lebenswichtige Elemente und spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Reinigung von Organen wie etwa Leber, Herz und Nieren sowie Darm- und Bauchspeicheldrüse. Balance ist ein Schlüsselwort,
wenn es um den Wasserhaushalt geht.